Mord im Bergdorf. Du hast mich oft gefragt, was damals geschehen ist. Ich will es dir jetzt erzählen. Mach uns einen Tee und setz dich. Es wird eine längere Geschichte. Denk dir eine Winternacht. Die schlimmste, die du dir vorstellen kannst. Der Wind heulte wie ein Rudel Wölfe um die geduckten Häuser. Der Schnee stieg bis an die Fenster. Bist du hinausgegangen, konntest du kaum die Hand vor Augen sehen. Kannst du dir das vorstellen? Gut. Von so einer Nacht spreche ich jetzt. Damals sind unglaubliche Dinge in meinem Heimatdorf geschehen. Du musst wissen, es ist ein kleines Bergdorf. Es gibt nur einen Zugang und da nicht viele Menschen dorthin kamen, waren die Dörfler schon immer etwas eigen und einige Jahrzehnte hinter der Zeit. Wann genau die Geschichte beginnt, ist schwer zu sagen. Vielleicht mit der Ankunft des neuen Dorfpolizisten. Oder sie beginnt mit der alljährlichen Feier zum ersten Advent, die traditionell in der Scheune des ältesten Bauern des Dorfes abgehalten wurde. Wahrscheinlich fing sie viel früher an. Aber ich werde nun bei der Feier beginnen. Genauer am Morgen danach. Die ganze Nacht hindurch wurde getrunken, gelacht und die Dunkelheit hinfortgetanzt. Alle waren in der Scheune, sogar der Dorfdepp war eingeladen. An diesem Tag nach der Feier gab es aber etwas Schlimmeres zu beklagen als nur Kopfweh. Doch dazu später mehr. Ich werde dir jetzt von dem jungen Dorfpolizisten erzählen. Er war gerade erst angekommen und sollte den alten Wachtmeister nach seiner absehbaren Pensionierung ersetzen. An seinem ersten richtigen Diensttag verspätete er sich, weil er zuvor auf eben dieser Feier war. Die beiden betraten gerade den Bauernhof, um Fragen zu stellen und Beweise zu sichern. Sorry, ich bitte vielmals um Verzeihung, Herr Kommissar. Aber ich wurde aufgehalten und... Ja, schon gut. Ich weiß, was du letzten Sonnabend getan hast, also gestern. Früher sagte man, wer feiern geht, kann auch arbeiten. Ganz zu schweigen vom korrekten Sitz deiner Uniform, den du heute anscheinend zu Hause gelassen hast. Verzeihung. Ach, Junge, das ist halb so wild. So, nun wird's ernst. Beim alten Bauern Eduard hat sich offenbar ein Verbrechen abgespielt. Rate mal, womit wir es hier und heute zu tun haben. Ich tippe auf Einbruchdiebstahl oder ein Raubdelikt. Oder wurde der Maibaum hinter der Scheune mal wieder abgefackelt? Voll daneben. Nein, der Maibaum steht diesmal noch. Diesmal musst du keine Asche zur Beweisaufnahme zusammenkehren. Das war eher ein schlechter Scherz von mir, ich weiß. Nee, jetzt halt dich fest. Wir haben hier einen echten Mordfall vor uns. Moment, wir haben was? Einen echten Mord in unserem kleinen Bergdorf? Solange ich lebe, kann ich mich nicht an einen Mord in unserem Dorf erinnern. Da liegst du richtig. Der letzte Mord in diesem Dorf passierte vor über 40 Jahren. Krass. Wie alt warst du denn damals? 21 Jahre jung, also sogar etwas jünger als du heute. Wow, was war denn passiert? Ein lange gesuchter Schwerverbrecher, dem Jahre zuvor die Flucht aus einem Gefängnis geglückt war, erstach den alten Dorfschreiner Baumann. Er wurde in seinem Garten ermordet und wir begannen nach der Spurensicherung am Tatort mit den Ermittlungen. Aha, geriet der entflohene Sträfling bereits vorher in das Fahndungsraster? Nein, so moderne Rasterfahndung wie heutzutage gab es noch nicht. Kein Indiz deutete auf irgendeinen entflohenen Verbrecher hin, wohl aber auf einen Mord im Affekt. Keine Spuren von einem Kampf oder Handgemenge. Vielleicht hat der Baumann etwas gesehen, wofür er mit dem Leben bezahlen musste. Konntet ihr den Mörder dingfest machen? Nicht direkt. Ich erzähl's dir gleich. Auf geht's. Wir besichtigen nun den Fundort im Schweinestall. Bitte? Welcher kranke Vogel hat denn da versucht, sein Opfer zu entsorgen? Nicht abwegig bei dem Bild, was sich uns gleich bietet. Das wird kein schöner Anblick, Junge. Oh Gott, wie grausam! Die junge Frau wurde mit einer Sense getötet und anscheinend den Schwein zum Fraß vorgeworfen. Mir wird bei diesem Anblick fast ein bisschen schlecht. Tatort und Fundort liegen nicht weit auseinander. Wenn dann nur um einige Meter. Ach, und wenn es nicht mehr geht, dann lauf an die frische Luft und lass alles raus, was keine Miete zahlt. Ja, geht gerade so. Aber das ist schon echt grenzwertig. Wie hältst du diesen Anblick nur aus? Ist bei jedem Menschen anders, weißt du? Aber es gibt eine alte Bullengrundregel. Lass es möglichst nicht an dich rankommen. Sachlich bleiben, kühlen Kopf bewahren
und die gelernten Inhalte und Prozeduren abrufen und stur durchführen. Aber so ganz vergisst man solche schlimmen Eindrücke nie. Ach, und übrigens, beim alten Baumann musste ich an die frische Luft. Meinst du etwa? Ja, einen ganzen Zinkeimer voll. Wenn ich damit die Antwort auf deine nächste Frage vorweggenommen haben sollte. Also das wollte ich bestimmt nicht wissen. Ich dachte schon. Und nun erzähle ich dir, wo wir den Mörder damals gefunden haben. Gefunden? Nicht verhaftet? Das war gar nicht nötig. Hä? Der alte Polizist richtete seinen Zeigefinger ein paar Meter rechts neben dem Opfer auf den Boden. Er lag genau dort und wurde selbst erstochen. Wir wurden vom Bauern damals angerufen und fanden genau hier die Leiche des Mörders. Die Tatwaffe wurde bei beiden Mordfällen niemals gefunden. Kaum zu glauben. Hier im Stall? Wer war das denn? Das wurde niemals aufgeklärt. Der Bauer schied aus, denn er war zum Tatzeitpunkt bei einer Aufführung im Theater. Das halbe Dorf hatte ihn dort gesehen. Er kam somit nicht in Frage. Ein komischer Fall. Keine Tatwaffen, keine Zeugen und der Mörder war selbst ermordet worden. Die Ermittlungen wurden nach und nach auf Eis gelegt. Bis heute lässt mich der Fall nicht los. Wer ermordete Baumanns Mörder? Der alte Polizist ging um die Leiche herum. Er durchsuchte die Kleidung des Opfers und tatsächlich, es steckte noch eine Geldbörse in der linken Gesäßtasche. Er zog aus dieser einen verwaschenen Ausweis hervor. Das Opfer hieß Rebecca Brandt und war 31 Jahre alt, geboren in Herzogenhof. Die Leichenstarre ist bereits voll ausgeprägt. Ich schätze, dass das Opfer vor mindestens 10 bis 12 Stunden zu Tode kam. Nun ist es gerade 10.35 Uhr. Somit hätten wir einen Todeszeitpunkt zwischen 23 Uhr abends und 1 Uhr morgens. Es wirkt auf mich gerade so, als hätte der Täter keine andere Tatwaffe vorgefunden als diese alte Sense. Als hätte er gar nicht nachgedacht und den Mord auch nicht geplant. Warum hätte er sonst diese Sense von hier genommen und sogar noch im Opfer stecken lassen, ohne die Waffe zu entsorgen? Treffer! Eben diese Indizien lassen zurzeit keine andere Vermutung zu. Bei einem geplanten Mord sind die Fundortszenen nicht so aufschlussreich wie hier. Hast ja doch etwas gelernt auf der Polizeipenne. Guter Junge, wenn du am Ball bleibst, dann wirst du irgendwann mal so gut wie ich. Will ich das denn werden? Immer noch besser, als im Bereitschaftsdienst bei Demos im ganzen Land den Prellbock zu spielen. Oder in Großstädten Fußballspiele zu sichern und in den übelsten Betonghettos auf Streife zu gehen. Dann bleibe ich lieber hier. Aber bitte weniger Leichen, das ist mir zuwider. Na komm, lass uns zum alten Bauern gehen und seine Aussage aufnehmen. Hier haben wir erstmal genug gesehen. Ich werde unterwegs den Bestatter informieren, dass er die Leiche abholen soll. Müssen wir nicht die Pathologie informieren, damit sie einen Gerichtsmediziner vorbeischicken? Nicht nötig. Ich bin zur pathologischen Beweisaufnahme berechtigt. So, nun Abmarsch zum Bauern. So, Junge, dann stelle ich dir mal unseren Dorfältesten vor. Das ist der Bauer Eduard. Moin, und das ist dein Junge? Ja, das bin ich wohl. Ich grüße Sie. Ja, der Frischling wird mich irgendwann mal ablösen. Aber nun erzähl mal, was war da los? Tja, das weckt ganz schön böse Erinnerungen mir, ne? Damals, du weißt schon, damals... Ja, habe ich dem Jungen gerade erzählt. Böse Sache das. Wann hast du die Leiche gefunden? Ich war gerade die Säue füttern. Da sehe ich, ja, was sehe ich da? Hat einer die Sense abgenommen. Die alte habe ich ja lange nicht mehr benutzt. Und dann gucke ich, und was sehe ich da? Liegt da eine. Liegt da eine? Das ist ja ein Ding, nicht? Ja, und wie ich so näher rangehe, um mal zu gucken. Das hat mich ganz schön, also erschrocken war ich da. Meine Bitschi mit dem rostigen Ding im Leib, kaum zu erkennen. Da war mir ein bisschen schwindelig. Ich bin raus, hab mir gleich das Telefon gegriffen. Wer weiß, was da passiert ist, ne? Das in meinem Alter, habe ich auch so mir in deren gesagt. Aber die war noch ein bisschen tüdelig. Tüdelig? Wie meinen Sie das bitte? Ja, hat ja Dorffest, ne? Gestern spät. Ja, ganz schön spät war's. Ich habe sogar beim Fernsehen noch den Krach mithören können. Wie lange warst du denn dort? Oh, ja, schon recht lang.
Mein Dern hat einen Ausschank gemacht und ich stand da bei ihr an der Theke und hab aufgepasst, dass die betüdelten Leute sie nicht doof anflachsen, wa? Da hab ich so ein bisschen mit ihr da geschnackt. Ja, bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Madame wollte unbedingt tanzen, da hab ich mich halt an eine Bar geklemmt. Wann hab ich wohl den letzten rausgeschmissen? Wann war denn das? Ah, der Dorfdepp konnte am Ende gar nichts mehr. Den habe ich mir unterm Arm geklemmt und bei uns ins Gastzimmer gepackt. Da. Den Lümmel war so gegen 3:30. Jo, und nun steht er schon wieder in der Tür, siehste? Entschuldigen Sie, können Sie uns Auskunft über das Dorffest geben? Okay, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Also, na hören Sie mal. Lassen Sie mal die Faxen sein. Es geht schließlich um einen Mord. Ach komm, Junge. Lass den mal. Das ist zwecklos. Unser Dorfdäppchen hat einen ordentlichen Triller unterm Pony. Da erfährst du nix. Und bist du dann auch direkt in die Koje, Edel? Ja, Lichter aus. Die letzte Kiste Bier in den Keller gebracht und dann zu die Frau Bauer ins Bett. Wo ist denn deine Frau jetzt? Ja, die pennt noch. Die hatte ganz schön einen im Tee. Aber meine Tochter, die ist schon wach. Jo, meinst du denn, die kann uns was? Der Bürgermeister kam eiligen Schrittes daher und unterbrach lautstark das Verhör des Bauern durch die beiden Polizisten, die ungläubig erstaunt darüber und somit sehr irritiert waren. Ein Skandal? Ein Mord? Hier in meinem Dorf? Ganz ruhig, Bürgermeisterchen. Also deine Dirn, die... Das ist ja unerhört. Ja, gut. Wir sind hier ja eh fertig. Na, Bürgermeister, was wollen Sie denn hier? Genau, Herr Bürgermeister. Was machen Sie hier? Was glauben Sie denn? Ich bin der Bürgermeister. Es ist meine gottverdammte Pflicht, in so einem Notfall vor Ort zu sein. Nun bleiben Sie mal ruhig, Herr Bürgermeister. Sie haben vor lauter Aufregung ja glatt Ihre Krawatte zu Hause liegen lassen. Ohne das weiße Teil mit den Stadtwappen erkennt man sie ja fast nicht. Gestern meinte so ein Idiot, mir eine Bierdusche verpassen zu müssen. Und dann war natürlich alles dreckig. Die Krawatte eingeschlossen. Deshalb bin ich auch so früh nach Hause. Und jetzt sind Sie schon wieder hier? Haben Sie was vergessen? Sehen Sie, es war so. Der Bauer rief mich aufgeregt heute in der Früh an. So gegen 9 muss das gewesen sein. Das nennen Sie früh für einen Bauern? Ziemlich spät, finden Sie nicht? Nun, wären Sie gestern auch auf dem Fest gewesen, würden Sie das nicht so sagen. Wir haben alle sehr viel getrunken, der Bauer eingeschlossen. Gut, aber das soll jetzt auch nicht Gegenstand unserer Befragung sein. Wo waren Sie denn gestern so zwischen 23 und 1 Uhr? Lassen Sie mich mal überlegen. Da war ich mit der Nanny meines Kindes kurz draußen und wir haben die Arbeitsplanung der nächsten Wochen durchgesprochen. Mitten auf der Feier? Und draußen? Weil es dort ruhiger war als in der Scheune? Klingt für mich aber nicht wirklich glaubwürdig, wenn Sie mich fragen. Doch, es stimmt. Fragen Sie sie ruhig selber, was Sie ja eh bestimmt tun werden. Allerdings, darauf können Sie sich verlassen. Richtig. Und kurz danach haben wir das Fest auch schon verlassen. Die Nanny, das Kind und ich. Aber wie gesagt, das wird Ihnen die Nanny sicher alles genauso bestätigen. Kannten Sie die Tote? Ja, schon. Sie wohnte hier, klar. Wie war nochmal ihr Name? Rebecca, so und so. Keine Ahnung. Aber näher kannte ich sie wirklich nicht. Das würde ich notfalls auch unter Eid aussagen. Entschuldigen Sie, könnte ich unter 4 Augen mit Ihnen reden? Ich muss Ihnen dringend erzählen, was ich gestern Nacht beobachtet habe. Unter 6 Augen, wenn Sie gestatten. Mein Kollege befindet sich in der Polizeiausbildung und muss bei jeder Aussage dabei sein, um zu lernen. Und darf ich fragen, wer Sie sind? Natürlich. Ich bin die Tochter des Bauern. Gut, ich komme sofort zu Ihnen. Der alte Kommissar wandte sich wieder dem Bürgermeister zu und gab dem Jungen ein Zeichen. Dann brachen sie die Befragung ab und verabschiedeten sich vom Bürgermeister. Na gut. Wir sind hier vorerst fertig. Schönen Tag noch. Halten Sie mich bitte auf dem Laufenden. Das werden wir tun. Auf Wiedersehen. Da sind Sie ja endlich. Ich muss Ihnen unbedingt erzählen, was ich gestern Abend gesehen habe. Bleiben Sie bitte ruhig. Ich werde mir alles anhören. Aber setzen wir uns erst einmal. Also, was haben Sie in der besagten Nacht beobachtet? Schildern Sie mir Ihre Sicht des Festes.
Naja, ich stand wie immer hinter der Bar und bediente die inzwischen schon viel zu betrunkene Meute. Natürlich ging mir dann schnell das Bier aus, also ging ich raus, um noch ein paar Kisten reinzuschleppen. Und da hörte ich jemanden streiten. Aha, konnten Sie denn erkennen, wer es war? Zuerst nicht, also ging ich näher ran. Und plötzlich erkannte ich meine Stiefmutter. Diese Frau schreit auch zu Hause immer wie eine Irre meinen Vater an. Eduard, wir brauchen dringend eine Putzfrau. Eduard, ich brauche neue Schuhe. Immer braucht sie irgendwas. Und so gutmütig wie Papa eben ist. Bitte bleiben Sie beim Thema. Wer war die andere Person? Es war Rebecca. Meine Stiefmutter weiß genau, dass sie die erste Erbin des Hofes wäre, wenn es Papa irgendwann nicht mehr gibt. Ich konnte leider nicht genau verstehen, worum es bei dem Streit ging. Aber diese Frau ist völlig ausgeflippt. Ich will eigentlich gar nicht daran denken, aber ich denke, die neue Frau meines Vaters ist diejenige, die den Mord begangen hat. Nicht jeder Streit wird zu einem Mord. Wie kommt es, dass Sie sich so sicher sind? Es ist ja nicht nur, dass sie ein Motiv hat. Diese Schreckschraube hat auch noch gegen Mitternacht das Fest verlassen. War sie allein? Nein, sie war nicht allein. Als wäre das alles nicht schon genug, ging sie mit einem der wenigen gut aussehenden Herren des Dorfes in Richtung Schweinestall. Mein Vater habe ich davon auch schon erzählt, aber er denkt, ich will sie einfach nur loswerden. Dabei ist es doch offensichtlich, dass sie ihn betrügt. Aber er will mir einfach nicht glauben. Er ist wie blind vor Liebe. Dabei will ich ihn nur schützen. Das werden wir sicherlich einmal untersuchen. Was Ihren Vater angeht, nun, das ist Ihre Angelegenheit. Gibt es denn weitere Zeugen, die Ihre Stiefmutter beim Verlassen des Festes gesehen haben? Leider Gottes wohl nicht. Die meisten waren zu sehr mit ihrer Sauferei oder den letzten alleinstehenden Frauen beschäftigt. Und die, die es vielleicht gesehen haben, werden sich wohl kaum daran erinnern können. Ansonsten haben Sie aber niemanden draußen gesehen? Oder ist Ihnen vielleicht jemand an der Bar aufgefallen? Nein, nicht direkt. Mir ist keiner aufgefallen. Aber wer sonst hätte so ein starkes Motiv? Ach, wer weiß, vielleicht ist der Dorfdepp nur ausgetickt. Aber das glaube ich weniger. Nicht mal der hat so einen Schuss. Und nachdem Sie den Streit mitbekommen hatten, sind Sie dann auf dem direkten Weg zurück zum Fest gegangen? Ich habe natürlich erstmal noch eine Kiste Bier geholt. Aber in der kurzen Zeit hätte ich wohl kaum jemanden töten können, wenn es Ihnen darum geht. Jeder, der auf dem Fest war, kann meine nur kurze Abwesenheit bestätigen. Als ob jemand von den Saufbolden länger als ein paar Minuten ohne Nachschub aushält, ohne die Bar auseinanderzunehmen. Na gut, ich danke Ihnen für die Informationen. Wenn wir weitere Fragen haben, melden wir uns wieder bei Ihnen. Fürs Erste soll's genügen. Gut, ich stehe Ihnen gern zur Verfügung. Auf Wiedersehen und viel Erfolg. Danke, den werden wir bestimmt haben. Auf Wiedersehen. Die Beamten begaben sich zuerst in das Wohnzimmer, um sich vom alten Bauern zu verabschieden. Genau in diesem Moment waren auf dem Flur trippelnde Schritte zu vernehmen und die Stiefmutter betrat die Küche. Oh mein Gott, Angelika, was ist das wieder für ein Krach am frühen Morgen? Kann ich nicht wenigstens einmal in Ruhe schlafen in diesem Haus? Und wo ist mein Kaffee? Das Haus gehört meinem Vater, so wie der ganze Rest, den du trägst. Übrigens wartet jemand im Wohnzimmer auf dich. Ja, und ich hoffe, es ist wichtig. Ich habe nämlich noch einen Termin beim Friseur. Glaub mir, ist es. In einen flauschigen Bademantel gehüllt, mit dicken Ohrringen und anderen Klunkern behängt, betrat die Stiefmutter schläfrig und reichlich verkatert das Wohnzimmer. Guten Morgen, junge Frau. Ich bin Kommissar Erik und das ist mein Kollege Kai. Wir ermitteln in dem... Ach, entschuldigen Sie bitte mein Gebrülle. Ich hatte viel zu wenig Schlaf. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich doch ein wenig frisch gemacht. Angelika, geh schon nach oben und hol mir bitte ein Aspirin. Ach, du kümmerst dich allein um den Besuch? Geh schon, ich mache das. Klar, wie sonst auch immer. Also, zurück zu den Herren. Angelika ist ein sehr liebes Mädchen. Wir verstehen uns eigentlich sehr gut. Und wenn Sie etwas trinken wollen, nehmen Sie sich was. Ich wollte ja schließlich immer ein Hausmädchen. Ja, ihr versteht euch wirklich sehr gut. Wir haben ein paar Fragen an Sie. Es geht um... Kommissar Erik, wenn es um das Erbe geht, das Mädchen bildet sich da was ein. Wer würde sowas nicht denken? Ich verstehe Sie vollkommen. Aber es war lieber auf den ersten Blick mit Eduard. Nein, es geht um die Leiche, die im Schweinestall entdeckt worden ist. Was wissen Sie darüber? Was? Ich? Natürlich nichts. Mord. Außerdem, kommen Sie, was hat eine Frau wie ich denn bitte im Schweinestall zu suchen? Ich gehe da nie rein. Abgesehen davon erledigt Eduard mein Mann die ganze Arbeit. Und nach dieser Nachricht werde ich erst recht nicht in den Schweinestall gehen. Wer wurde umgebracht und warum kommen Sie zu mir? Naja, junge Dame, Ihr Name war Rebecca Brandt. Und wir verhören nun mal alle Verdächtigen. Rebecca Brandt? Kommt Ihnen dieser Name etwa bekannt vor? Nein. Nein, ich habe ihn noch nie gehört. Und warum verdächtigen Sie mich? Wir haben eine anonyme Aussage bekommen. Ach, Quatsch. Alle lieben und beneiden mich. Sehen Sie diesen Schmuck? Ich schlafe mit so etwas. Andere träumen davon. Und ich soll jemanden umbringen?
Ich bin vielleicht anders als die anderen, aber noch immer keine Mörderin. Dann gibt es wohl eine Person, die Sie nicht so beneidet, wie Sie dachten. Falsch, alter Mann. Genau das ist es doch. Deshalb will man mir die Schuld zuweisen, weil man mich beneidet. Ach, ich habe nämlich einfach alles, was sich eine Frau wünschen kann. Das ist schön für Sie. Haben Sie auch Aggressionsprobleme? Ja, und haben Sie ein Problem damit? Wo waren Sie denn gestern zwischen 23 und 1 Uhr? Ich war auf dem Fest meines Mannes, ein grausames Fest. Deshalb habe ich auch so viel getrunken und mich zurückgezogen, damit ich diesen Mist nicht mitkriege. Waren Sie denn alleine? Mein Gott, wenn ich es nicht gewesen wäre, hätte ich es doch schon gesagt. Wir wissen, dass Sie nicht alleine waren. Sie sind mit einer weiteren männlichen Person gesehen worden. Ach, wer erzählt denn so einen Quatsch? Das ist doch lächerlich. Darf ich Sie bitten zu gehen? Madame, wenn Sie nicht auf unsere Fragen antworten, werden wir Sie mitnehmen und die gleichen Fragen noch einmal auf dem hübschen Revier stellen. Es besteht nämlich zurzeit ein dringender Tatverdacht. Da wären wir sogar sicher vor ihr. Also gut, ich war nicht alleine. Das stimmt. Ich war im Schweinestall mit jemandem. Aber Sie dürfen das Eduard nicht erzählen, bitte. Bis 23 Uhr waren wir wieder draußen und beim Fest. Ich schwöre es, bitte erzählen Sie meinem Mann nichts. Er wird das nicht verkraften, er ist herzkrank. Sie betrügen also Ihren Mann. Das geht uns nichts an, aber... Was hat eine Frau wie ich im Schweinestall zu suchen? Ich gehe da nie rein. Kai! Entschuldigen Sie, Chef. Aber wieso verdächtigt man sie dann? Mein Gott, Neid! Sagte ich doch. Man sieht, wie ich mit jemandem verschwinde. Das nutzt man natürlich aus, um mich loszuwerden. Oh, da muss ich rangehen. Entschuldigen Sie mich bitte. Hallo? Guten Morgen. Oh, freut mich, dass es bald soweit ist. Das mit dem Geld machen wir morgen. Ich komme mit meinem Mann vorbei. Er bezahlt und ich hoffe, Sie haben Ihre Arbeit gut gemacht. Auf Wiedersehen. Mord ist jedenfalls nicht mein Tagesgeschäft. Meine 1,5 Millionen schwere Yacht ist morgen fertig. Naja, zurück zu Ihrem Mordfall. Hören Sie, ich habe wirklich noch viel zu tun. Und wenn es nicht um mein Erbe geht, dann würde ich Sie bitten, zur nächsten Verdächtigen zu gehen. Wir wissen ja schließlich alle, wer es war. Ihr Mann kauft Ihnen eine 1,5 Millionen teure Yacht? Einfach so? Naja, wenn Sie eine Frau wie mich hätten, würden Sie das doch auch tun, oder nicht? Naja. Das ist nicht Thema. Wir sind wegen dem Mord hier, nicht zum Vergnügen. Was meinten Sie damit? Wir wissen doch schließlich alle, wer es war. Wollen Sie mir etwas sagen? Sie haben die alte Hexe noch nicht verhört. Welche Hexe? Sie wohnt gleich am Rande des Waldes auf dem Teufelshügel. Da würde ich an ihrer Stelle mal hingehen. Sie ist sicherlich die Mörderin. Ich habe sie schon oft erwischt, als ich spät nachts nach Hause kam, wie sie um den Schweinestall herumgeistert. Außerdem ist sie die Einzige in unserem Dorf, die zu so etwas fähig ist. Man traut sich ja nicht einmal in die Nähe ihres Hauses. Sie ist einfach grausam. Zwar ist sie ziemlich alt, aber die Kraft, jemanden umzubringen, hat sie mit Sicherheit. Ach so, das alte einsame Mütterchen vom Walde. Na, dann gehen wir mal rüber zu ihr. Aber wir sind mit Ihnen noch lange nicht fertig. Ja, ich glaube, Sie finden alleine raus. Ich muss in 20 Minuten beim Friseur sein. Schönen Tag noch. Die beiden Polizisten verließen nun endgültig das Haus. Dann hörte man wieder die Stiefmutter rufen. Angelika! Komm sofort runter! Angelika! Was? Was hast du ihnen gesagt? Nichts Besonderes. Vielleicht aber etwas, was mich belastet? Angelika, rede! Ich habe nur die Wahrheit über dich gesagt und habe erzählt, dass du nicht die ganze Zeit auf dem Fest warst. Also wissen sie es von dir. Angelika, was hast du getan? Nicht so viel wie du mir. Du hast mir meinen Vater weggenommen. Dein Vater liebt mich und er wird dir kein Wort glauben. Jetzt geh verdammt nochmal in dein Zimmer. Wir sind gleich alt. Du hast mir gar nichts zu sagen. Ich bin immer noch deine Stiefmutter. Noch. Ach ja, Angelika. Was? Es ist schon mein Haus. Dein Vater hat alles unterschrieben. Die beiden Polizisten stiegen in ihr Auto und machten sich auf den Weg. Je weiter sie sich vom Dorfkern entfernten, desto unwegsamer wurden die schmalen Straßen, die sie schließlich in einen kleinen Wald führten. Nebel stieg aus dem dunklen Gehölz empor. Am Ende des Waldes tauchte ein Hügel auf dessen Anhöhe ein großes, heruntergekommenes Haus stand. Das Dach krumm und schief. Der Garten lag verwildert hinter einem großen Drahtzaun, über den der junge Polizist nun mit einem mulmigen Gefühl herüberkletterte. Der Alte folgte ihm hinterher. Etwas ungemütlich hier. Ja, ja, nun hab dich nicht so. Weiter, los! Da vorne ist eine große Tür. Sieht verschlossen aus. Soll ich klingeln oder sogar klopfen? Was willst du sonst tun? Sie eintreten? Nun mach schon. Knusper, knusper, Knäuschen. Was war das? Ein Zitat aus Grimms Hänsel und Gretel. Nichts weiter. Hallo? Hören Sie, hier ist die Polizei. Wir haben ein paar Fragen. Bitte öffnen Sie die Tür.
Die schwere Holztür schwang langsam beiseite. Dahinter kam ein kleines, knochiges Weiblein zum Vorschein. Es trug ein rotes Kopftuch mit weißen Punkten und die kleinen Füße steckten in schweren Holzbotten. Seine rechte Hand hatte es auf einen dicken, krummen Ast gestützt. Die andere stemmte es energisch in die Seite. Was wollen Sie? Kann ich nicht einmal in Ruhe mein Süppchen kochen? Immer diese Störenfriede. Hören Sie, Madame. Rosi. Wie? Mein Name ist Rosi. Gut, Rose also. Vielleicht haben Sie es schon mitbekommen. Heute Morgen wurde auf dem Hof des alten Bauern Eduard eine Leiche entdeckt. Genau gesagt, im Schweinestall. Was wissen Sie darüber? Guter Mann. Wenn Sie meinen Namen weder kennen noch aussprechen können, obwohl Sie hier schon so lange arbeiten, sage ich Ihnen gar nichts. Und nun treten Sie beiseite. Ich werde die Tür wieder schließen. Aber Madame... Rosi! Ja, Rosi. Wo waren Sie eigentlich gestern Abend, als das Dorffest stattfand? Nun erzählen Sie schon. Wer hat Sie eigentlich hierher geschickt, hä? Die Leute aus dem Dorf haben wieder schlecht geredet, stimmt's? Ach, ein Jammer, dieses feine Fältchen da unten. Wissen Sie, was das auf meinem Herd ist, ja? Ja, Suppe! Ja, genau, Suppe, Sie Schlauberger. Wofür? Für die feinen Dorfbewohnerchen da unten, jawohl. Mit ihren Schnupfen und Zipperlein. Sie haben sich gewundert, warum es hier keinen Dorfarzt gibt, weil sie mich haben. Sie heilen mit Suppe? Ja, mit Suppe. Ich züchte auch Kräuter und der hat wundersame Gewächse, die haben die Leute mit ihren Dösköppen noch nie gesehen. Deshalb glauben sie, es wäre Zauberei. Beschwören Sie denn auch Geister? Nun ja. Es gibt da durchaus Kräfte, die nicht durch Kräuter und Gemüse entstehen. Doch diese Kräfte sind weder geheimnisvoll noch unheimlich. Sie stecken ganz alleine in jedem Einzelnen von uns. Man muss sie nur durch die richtigen Worte hervorlocken. Haha, super! Schluss mit dem Unfug! Wo waren Sie gestern Abend? Auf dem Dorffest hat Sie keiner gesehen. Ich war ja auch nicht dort. Oder glauben Sie, dass ein altes Mütterchen wie ich noch große Freude an derartigen Besäufnissen mit solch undankbarem Volk hat? Nein, nein. Ich wurde weder gefragt, ob ich komme, noch hat sich sonst jemand um mich gekümmert. Den weiten, steinigen Weg zur Scheune hinabzulaufen, so ganz alleine. Nee, nur das Kind. Das fragt nach mir. Das Kind vom Bürgermeister, nicht wahr? So. Ein Alibi haben Sie dementsprechend also nicht, wenn ich das richtig sehe. Nein, selbst wenn ich dort gewesen wäre, hätte mich doch keiner von diesen Aasgeiern gesehen. Was wollen Sie damit sagen? Ach, wenn Sie schon mit den Leuten gesprochen haben, dann sollten Sie doch mitbekommen haben, was hier los ist. Hier gibt keiner dem anderen die Butter auf dem Brot. Der Bauer mit seiner Frau, die doch nur seine Kohle will. Seine Tochter, das Prinzesschen, weiß das und kann nicht anders als um ihr Erbe fürchten. Tut alles, um sie schlecht zu machen. Den Dorfdeppen versteht eh keiner. Wer weiß, was bei dem im Kopf verkehrt läuft. Zumindest ist er immer genau dort, wo er nicht sein soll und ist schon mal der Tochter so lange hinterhergelaufen, dass die richtig Angst vor ihm bekommen hat. Und dann die Frau vom Bürgermeister. Spielt sich hier so sehr auf, hat ein Kindermädchen, obwohl sie keinen Job hat. Doch selbst ein Kind ist ihr schon zu viel. Ha! Schmeißt das Geld zum Fenster raus und rastet aus, wenn sie mal nicht bekommt, was sie will. Oh ja, da gab es schon ganz großartige Auseinandersetzungen im Hause des Bürgermeisters. Das kann ich Ihnen sagen. Sie soll ihn sogar mit einer gusseisernen Bratpfanne bedroht haben. Können Sie sich das vorstellen? Das zarte Geschöpf mit einer schweren Pfanne im Anschlag? Na, da hätte ich anstelle des Bürgermeisters auch ordentlich Respekt vor meiner Frau und würde so kuschen, wie er das immer tut. Deshalb ist sie auch regelmäßig Gegenstand der Lässereien im Dorf. Würde mich nicht wundern, wenn sie das mitbekommen hätte. Die Rebecca war da immer die Schlimmste von allen. Und die Nanny, naja, die kommt mir auch ganz komisch vor. Scharwenzelt immer so um den Bauern herum und bekommt den Mund nicht auf, wenn ich mit ihr über das Kind und die Familie spreche. Irgendetwas stimmt da nicht. Was ich damit sagen will, Wachtmeisterchen, hier würde jeder jeden umbringen. Komische Alte, die müssen wir im Auge behalten. Die weiß zu viel. Wahrscheinlich haben die Leute auch deshalb Angst vor ihr. Soll ich nochmal... Tür eintreten? Nein, hier sind wir erstmal fertig.
Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass wir nochmal ins Dorf sollten, um diesmal der Frau des Bürgermeisters einen Besuch abzustatten. Wie die alte Hexe schon sagte, irgendetwas stimmt da nicht. Nach dem Besuch bei der Hexe setzten sich die beiden Polizisten wieder ins Auto, starteten den Motor und machten sich auf den Rückweg ins Dorf. Währenddessen saßen Carina, die Tochter des Bürgermeisters, und deren Nanny in einem kleinen Café mitten im Zentrum des Dorfes. Es war der einzige Ort, an dem du im Dorf ausgehen, frisch gebrühten Kaffee trinken und ein Stück hausgemachten Kuchen bekommen konntest. In das Café passten gerade mal ein kleiner Tresen und drei kleine Tische, an denen eigentlich immer die gleichen Leute saßen. Dennoch schien es gerade groß genug, dass noch Platz für eine kleine Mahl- und Spielecke war. Hier also hatten es sich die Nanny und Carina gemütlich gemacht. Du, Sophie, stimmt das, was mit Rebecca passiert ist, da im Stall bei Bauer Eduard? Meine Güte, hat sich das schon so schnell rumgesprochen? Nun ja, Carina, leider schon. Ich weiß ja nicht genau, was du gehört hast, aber mach dir da keinen Kopf drum. Von anderen habe ich ja wohl gar nicht so viel gehört. Ich hatte jemanden schreien gehört im Stall von Eduard. Mir war so langweilig beim Fest. Da bin ich einfach rausgegangen und außerdem warst du auch irgendwie weg. Und Papa auch. Carina, was redest du denn da für ein Blödsinn? Du hast niemanden schreien gehört. Dein Papa und ich standen draußen, das weißt du doch. Wir sind doch auch schon ganz früh weggegangen von der Feier. Papa wollte schnell nach Hause, weil Mama ja krank war. Du warst schon schläfrig, als wir los wollten. Hä? Das stimmt doch gar nicht. Sophie, wirklich, ich bin rausgegangen. Ich weiß das ja wohl viel besser als du. Gar nichts weißt du, Carina. Und hör auf, diesen Quatsch zu reden. Versprochen? Aber das war wirklich so, in Wirklichkeit. Und dann habe ich Papa gesehen und bin hinterher gelaufen. Aber der war so schnell. Und danach sind wir erst nach Hause. Carina, mir reicht's jetzt. Du sollst keine Lügen verbreiten. Vermutlich hattest du schon geträumt. Ich weiß, es ist ganz blöd, was mit Rebecca passiert ist. Aber man sollte seine Trauer nicht auf diese Art verarbeiten, Carina. Gar nichts will ich verarbeiten. Und ich lüge auch überhaupt nicht. Voll gemein von dir. Carina, bitte. Wir sind die Erwachsenen und wir wissen doch auch besser, was passiert ist. Mach dir jetzt keine Gedanken drüber. Du bist echt ein sehr fantasievolles Kind und unmöglich noch dazu. Ach ja? Und ich finde dich unmöglich. Und dass du mir nicht glaubst. Carina, mir reicht's jetzt wirklich. Die Nanny war so laut geworden, dass sich die anderen Gäste im Café bereits verdutzt zu ihr umgedreht hatten. Guck, wie sich die Leute schon umdrehen. Hör einfach auf. Na gut. Aber nur, wenn du noch mit mir zu Rosi gehst. werden wir, wenn du das jetzt alles vergisst, was du mir gesagt hast und endlich austrinkst. Ja, ich mach ja schon so schnell, wie es geht. Da soll ich mich etwa verschlucken. So ein Blödsinn, Carina. Aber wenn du noch zu Rosi gehen willst, dann müssen wir uns wirklich ranhalten. Heute habe ich nicht das Auto und der Weg ist etwas weiter, wie du weißt. Ach, ich freue mich so auf Rosi. Sie vermisst mich schon bestimmt. Meinst du, sie vermisst mich? Natürlich vermisst sie dich. So, trink jetzt aus. Zur selben Zeit kamen die Polizisten am Hauptplatz des Dorfes an, stiegen aus dem Wagen und gingen geradewegs auf das Café zu. Ey, warte mal. Ich will mir noch mal eben einen Kaffee und ein Stück Kuchen holen. Dort drüben im Café. Mein Gott, habe ich einen Kohldampf. Sag mal, Erik, sind das nicht die Tochter des Bürgermeisters und deren Kindermädchen im Café? Ja klar, Sophie mit der kleinen Carina. Was hältst du von einem spontanen Verhör? Momentan haben wir doch eh nichts Besseres zu tun. Na hör mal, Jungchen. Die Nahrungsaufnahme ist ja wohl enorm wichtig. Aber gut, ich hol mir dann eben etwas im Café und du schnackst die beiden einfach mal an. Ja, okay, klingt gut. Aber hör mal, Erik, pass ein bisschen auf deine schlanke Linie auf. Na sag mal, das soll wohl ein Witz sein. Ich bin doch schlank wie eine Gerte. Oder willst du das Gegenteil behaupten? In meinem Alter sind schlanke Linien eh kurvenförmig. Der alte Polizist schob den Jungen ins Café und ging sofort an die Theke. Während sich der Junge auf den Weg zum Tisch machte, an dem die Nanny und die Tochter des Bürgermeisters saßen. Guten Tag, Fräulein. Ich hoffe, Sie meinen mit Fräulein nicht mich. Natürlich nicht. Darf ich mich eben vorstellen? Ich bin der neue Polizist hier. Ich werde bald Hauptkommissar Erik ablösen. Sie können mich Kai nennen. Ja, okay. Dann weiß ich Bescheid. Hallo, Herr Polizist. Ich bin Carina. Das ist echt unhöflich, wenn man die Dame vergisst. Dame. Oh, natürlich. Guten Tag, Fräulein Carina. Du, sag mal, wir müssen kurz mal etwas in Ruhe mit deiner Nanny besprechen. Was hältst du davon, wenn du mal eben in die Spielecke gehst und was Hübsches malst? Ach, na gut. Aber ich will auch noch zu Rosi. Also beeilt euch. Ah,
Hallo, junges Fräulein. Wohin willst du denn? Ich soll in die Spielecke was malen. Hab da eigentlich überhaupt keine Lust zu, weil ich eigentlich zu Rosi will. Und austrinken durfte ich auch nicht. Sophie ist heute so komisch zu mir. Ich meine, ich kann ja nicht so schnell austrinken. Da verschlucke ich mich doch sonst oder verbrenne mir die Zunge. Das ist doch echt unerhört. Ach, Carina, du bist lustig. Ich glaube, Sophie hat das nicht so gemeint. Geh rüber und mal etwas Schönes, ja? Vielleicht kannst du mir ein Bild von dem Dorffest machen. Das wäre toll. Wir reden mal eben mit deiner Nanny, in Ordnung? Das geht doch ganz schnell. Oh ja, bitte. Ich wollte ja auch noch zu Rosi. Carina setzte sich auf den einzigen Stuhl beim Maltisch, nahm sich ein Blatt Papier und fing an, drauf loszukritzeln. In der Zwischenzeit hatte sich der alte Polizist zum Kindermädchen an den Tisch gesetzt, an dem auch schon der junge Polizist Platz genommen hatte. Hallo Sophie, wie geht's dir? Gut, gut. Aber was wollt ihr hier eigentlich? Und warum habt ihr Carina weggeschickt? Na hör mal, wir wollen dir doch nichts Böses. Du hast sicher bereits gehört, was mit Rebecca Brandt passiert ist. Sie wurde heute Morgen tot im Stall vom Bauern aufgefunden und wir haben natürlich ein paar Fragen dazu an dich. Das soll die Kleine nicht so sehr mitbekommen. An mich? Wieso das denn? Ich habe nichts gesehen und bin sowieso schon sehr früh gestern Abend von der Feier nach Hause gegangen. Ihr müsst wissen, Carina wurde irgendwann müde und mein Job ist es, mich um sie zu kümmern. Ich habe mir dann noch ihren Vater geschnappt und bin dann mit den beiden zum Haus des Bürgermeisters zurück. Zudem war seine Frau noch etwas krank und er wollte sich noch etwas um sie kümmern. Wie nett, oder? Nun ja, ihr seht, viel dazu zu sagen habe ich nicht. Das ist doch schon so einiges. Sie sagen also, dass Sie mit dem Bürgermeister und seiner Tochter nach Hause gegangen sind. Alle zusammen? Natürlich, das habe ich doch eben gesagt. Spreche ich Chinesisch oder was? Ich habe dafür auch eigentlich keine Zeit. Tut mir leid, Erik. Ich muss Carina noch zu Rosi bringen und den Haushalt beim Bürgermeister machen. Ja, ja, Sophie. Hetz dich nicht so. Guck, Carina malt doch noch so schön. Das ist doch auch nur reine Routine. Genau. Sagen Sie, wie spät war es ungefähr, als Sie sich auf den Heimweg machten? Ach du meine Güte, ich guck doch nicht jede Minute auf die Uhr. Es war zu früh, um als Erwachsener von einer Feier zu verschwinden, aber zu spät für ein 6-jähriges Mädchen, um wach zu bleiben. Außerdem fing es gerade sehr doll an zu schneien. Da wollten wir schnell nach Hause. Reicht das? In diesem Moment erhebt sich Sophie genervt vom Tisch. So, meine Herren, ich muss jetzt wirklich los. Carina, komm, wir gehen jetzt. Okay, einen Moment, bin gleich fertig. Ich will Sie wirklich nicht von Ihren Pflichten abhalten, aber wir haben auch welche. Wir müssen Carina noch kurz zum gestrigen Geschehen befragen. Ist das Ihr Ernst? Ein 6-jähriges Kind zu einem Mord oder tödlichen Unfall, was auch immer es gewesen ist, zu befragen? Das ist doch echt nicht wahr. Reine Routine, reine Routine. Schaut mal, ich habe was für euch gemalt. Da ist mein Papa drauf, der ist ja Bürgermeister. Die kleine Carina reichte den Polizisten ein Bild. Bisher hatte der alte Polizist jedes Bild, das er von ihr bekam, irgendwo im Kommissariat aufgehängt. Auf diesem war ein Stall zu sehen. Davor ein Strichmännchen, das eine braune Hose, ein blaues Hemd und eine weiße Krawatte mit roten Punkten trug. Den Hintergrund hatte die kleine Carina schwarz ausgemalt. Ein subtiler Hinweis, dass es auf dem Bild Nacht war. Sehr schön, Carina. Ich stecke es mal eben ein, denn ich habe auch noch ein paar Fragen an dich. Ich möchte aber nicht von dir befragt werden. Lieber von Onkel Erik. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Nun gut, Carina. Ich weiß ja, du willst ja auch schnell los. Deswegen wollte ich nur noch wissen, wie es gestern auf dem Dorffest war. Bist du mit der Sophie und deinem Papa nach Hause gegangen? Nun ja. Ja, also Sophie hat gesagt, dass ich geschlafen habe. Ich weiß das aber nicht, weil eigentlich dachte ich... Also im Ernst, wir müssen los. Ja, stimmt. Ich will ja noch zu Rosi. Sie ist so lieb zu mir. Ich hab ja keine Oma, aber Rosi kümmert sich um mich. Wir machen immer so viel zusammen. Wir kochen und backen und sie zeigt mir immer ganz tolle Dinge. Sie ist meine Omi. Das ist sehr schön, Carina. Aber was wolltest du eben noch sagen? Ich wollte nichts mehr sagen. Sophie sagt doch schon, wir müssen los. Ich will zu Rosi. Und Papa will ich heute auch noch sehen, weil er war die letzte Zeit immer so oft unterwegs. Und Mama hat sich auch schon Sorgen gemacht. Und er war immer erst da, wenn ich schon im Bett war. Deswegen müssen wir jetzt echt los. Dein Vater war oft unterwegs? Ja, ich weiß auch nicht, wo er war. Mama und Papa haben sich dann oft gestritten. Carina, es reicht jetzt. Das geht doch jetzt echt zu weit. Das ist Privatsache und nichts für fremde Ohren. Nun gut, ich denke mal, das reicht jetzt auch fürs Erste. Wenn noch etwas sein sollte, melden wir uns.
Schon gut, aber wir gehen jetzt auch. Ich gehe mal davon aus, ihr ladet uns dann ein. Das seid ihr uns ja schuldig. Immerhin haben wir durch eure Fragen Zeit verloren. Geht klar. Viel Spaß noch. Und viel Erfolg bei der Hexe. Na, hör mal. Das ist keine Hexe. Das ist Rosi. Excusez-moi, junges Fräulein. Nun gut, komm, Carina. Tschüss, ihr beiden, und viel Erfolg noch bei der Arbeit. Tja, und wir? Ab zur Frau des Bürgermeisters, oder? Jawohl. So gut gestärkt kann die Befragung weitergehen. Erhöhtes leibliches Wohlbefinden wird unsere Aufklärungsquote positiv beeinflussen. Du wirst schon sehen. Die Polizisten kamen beim Haus des Bürgermeisters an und klingelten an der Tür. Die Frau des Bürgermeisters öffnete die Tür und bat die beiden Herren herein. Kommen Sie rein, meine Herren. Ich habe Sie schon erwartet. Na, das ist ja mal eine Begrüßung. Wir möchten Ihnen gern ein paar Fragen stellen. Selbstverständlich. Lassen Sie uns ins Kaminzimmer gehen. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Nein, danke. Ich habe noch genug von gestern. Lassen Sie uns lieber zur Sache kommen. Also eins kann ich Ihnen gleich sagen. Weder mein Mann noch ich haben etwas mit der Sache zu tun. Egal, was im Dorf behauptet wird, es wird immer viel geredet. Und wie Sie sich sicher denken können, ist es meistens etwas Schlechtes. Sagen Sie uns doch zuerst einmal, warum Sie uns bereits erwartet haben. Sie können sich sicher vorstellen, dass ich als Frau des Bürgermeisters besser informiert bin als alle anderen hier im Dorf. Schließlich laufen bei meinem Mann alle Fäden zusammen. Er ist eben der wichtigste Mann hier. Deshalb habe ich auch heute Morgen, natürlich rein zufällig, mitbekommen, dass Bauer Eduard angerufen hat. Mein Mann war sehr aufgeregt und bestürzt am Telefon. Da habe ich mir natürlich gleich gedacht, dass etwas Schlimmes passiert sein muss. Nach dem Telefonat hat mir mein Mann dann alles erzählt. Sie wollen jetzt sicher wissen, was ich zur Tatzeit gemacht habe, oder? Volltreffer. Ich muss schon sagen, Sie sind eine intelligente Frau. Ich habe gestern überhaupt nicht an unserem Dorffest teilgenommen. Mich hatte seit mittags eine heftige Migräne geplagt. Die habe ich öfter, wissen Sie. Vielleicht von den Streitereien mit Ihrem Mann? Man hört da ja so einiges. Nun werden Sie nicht unverschämt. Von Ihnen als Polizist erwarte ich mehr Objektivität. Wie wir unsere Ehe führen, geht niemanden etwas an. Außerdem, was sich liebt, das neckt sich. In einem Monat feiern wir bereits unsere silberne Hochzeit. Das soll uns erstmal jemand nachmachen. Und da ist es auch nicht schlimm, wenn man mal etwas getrennt unternimmt. So wie gestern Abend, als ich meinen Mann wegen meiner Migräne nicht auf das Dorffest begleiten konnte. Sie waren also den ganzen Abend und die ganze Nacht hier im Haus? Ja, genau. Ich habe meine Migräne wie immer im Bett auskuriert und bin nur kurz in die Küche gegangen. Dort habe ich mir etwas zu essen gemacht und unserer Nanny eine Nachricht geschrieben. Es hat Sie also niemand gesehen und Sie haben auch niemanden getroffen? Sie meinen jemanden, der bestätigen könnte, dass ich die ganze Zeit zu Hause war? Ganz genau. Nein. Auch nicht Ihr Mann? Mein Mann war als Bürgermeister unseres Dorfes schließlich die ganze Zeit auf dem Fest und hat sich wie immer um das Wohl der anderen Leute gekümmert. Ich verstehe. Da sind Sie wohl öfter alleine. Mein Mann und ich führen eine sehr glückliche Ehe, wenn Sie darauf hinaus wollen. Das ist ja sehr schön. Dann können Sie uns sicher auch sagen, wann Ihr Mann nach dem Dorffest zurückgekehrt ist. Nach Mitternacht muss er ja wieder heimgekehrt sein, nicht wahr? Das sollten Sie wohl besser die Menschen fragen, die mit ihm auf dem Fest zusammen waren. So wie Rebecca Brandt? Wenn Sie mir unterstellen wollen, dass ich etwas mit dem Mord an Rebecca Brandt zu tun habe, müssen Sie schon handfeste Beweise vorbringen. Unterstellt wird hier schon mal gar nichts. Das ist kein Ratespiel. Wer kümmert sich in Ihrem Haus eigentlich um die Wäsche? Ihr Mann? Mein Mann? Der weiß ja gerade mal, wo die Waschmaschine steht. Geschweige denn, wie man sie bedient. Außerdem haben wir ja für diese Arbeiten eine Hausangestellte. Ich denke, dann haben wir jetzt alles, was wir brauchen. Vielen Dank für das Gespräch. Sie hören von uns. Und mein Junge, hast du dir ein Urteil über die ganze Lage fällen können? Puh, naja. War ein langer Tag, was? Kann man wohl sagen. Ach, Herr Kommissar, ich hätte nie gedacht, dass es in unserem schönen kleinen Dorf, das immer so friedlich schien und voller Sonnenschein war, mal einen Mord geben würde. Ich bin einfach noch zu frisch für sowas, Mann. Verständlich. Es kommt ja auch wirklich fast nie vor.
Leider musst du wissen. Tja, ich weiß nicht. Es gibt so viele Verdächtige. Aha. Ich mochte die Hexe zwar, aber weil sie wohl öfters mal um den Stall herumschleicht, gibt ihr das auch nicht unbedingt das beste Alibi aller Zeiten. Doch wer weiß, ob es stimmt, was die Frau des Bauern erzählt. Mag was dran sein, Minjong. Und die Frau des Bauern selbst? Das war ja wohl eine Furie. Die könnte es auch gewesen sein. Dennoch werde ich das Gefühl nicht los, dass es die Frau des Bürgermeisters war. Sie wirkte so ruhig und so sicher über ihre Position. Na, Junge, sind das die einzigen, die du verdächtigst? Da musst du aber nochmal scharf nachdenken. Der Täter war hier ein anderer. Du fragst dich sicher, wer der Mörder war und woher der alte Kommissar das wusste. Kommst du drauf? Das Bild des Kindes machte den alten Polizisten zuerst stutzig. Der Bürgermeister trug immer nur eine weiße Krawatte mit dem Stadtwappen darauf. Dass er auf einer so wichtigen Feier eine andere Farbe getragen haben sollte, war unwahrscheinlich. Und dann war da noch eine Brosche. Eine Brosche, die Frau des Bauern im Stall verloren hatte. Erinnerst du dich, dass sie um 23 Uhr mit ihrer Affäre im Schweinestall verschwand? Sie suchte dort bis 12:30 vergeblich nach der Brosche. Kurz darauf betrat der Bürgermeister mit Rebecca Brandt den Stall. Da die Ehe des Bürgermeisters schon lange in Scherben lag, traf er sich heimlich mit seiner Geliebten. Doch über die Zeit entwickelte diese Frau so eine Liebe zu ihm und so einen Hass gegen das Dorf, dass sie weg wollte. Natürlich mit ihm zusammen. Ihrem Liebhaber drohte sie in dieser Nacht damit, alles publik zu machen, sollte er nicht einwilligen, mitzukommen. Daraufhin geriet der Bürgermeister in Panik. Im Streit griff er nach der Sense und streckte Rebecca Brandt plötzlich und wie von Sinnen nieder. Danach floh der Bürgermeister geschockt und entsetzt von seiner eigenen Tat nach Hause. Auf dem Weg durch den Schneesturm sahen ihn nur zwei Personen, der Dorfdepp und sein eigenes Kind. Nachdem der Bürgermeister zu Hause angekommen war und sich etwas beruhigt hatte, musste er sich ein Alibi verschaffen. Dafür bedrohte er die Nanny. Sie sollte aussagen, dass sie mit ihm zusammen von der Party nach Hause gegangen sei, doch die Beschreibungen des Heimweges stimmten bei den Aussagen nicht überein. Sie waren sich nicht über das Wetter einig. Während es bei der Nanny schneite, war es in der Nacht beim Bürgermeister trocken und klar. Doch den eindeutigen Beweis bekam der alte Polizist erst nach dem Gespräch mit der Frau des Bürgermeisters und das zugegebenermaßen eher durch einen Zufall. Als die Polizisten das Haus des Bürgermeisters wieder verließen, machte den alten Polizisten ein Blick auf die Schuhe des Bürgermeisters stutzig. Weißt du warum? Das hat einen ganz einfachen Grund. Es steckte nämlich etwas in eben diesen Schuhen. Die Brosche. Während des Mordes trat der Bürgermeister sich diese unbemerkt in die Sohle. Und da die Polizisten ja genau wussten, wo die Brosche verloren ging, war für den alten Wachtmeister alles klar. Also sorgte eine Affäre dafür, dass eine andere Affäre aufflog und ein Mord geklärt wurde. Du hast gut zugehört, doch weißt du, wer ich in dieser Geschichte war? Immer zur Stelle und doch nie da? Es ist nicht immer alles so, wie es auf den ersten Blick scheint. Merkt dir das gut. Sprecher. Auflistung in alphabetischer Reihenfolge der Nachnamen. Erik Becker, alter Hauptkommissar. Angelika Bodemer, Mädchen und Tochter. Tillmann Borg, Bauer. Christian Froch, Bürgermeister. Benjamin Heidmann, Erzähler/Dorfdepp. Sophie Herold, Nanny. Svenja Hirsch, Hexe. Melissai Kabukcu, Stiefmutter. Kai Nawab, junger Polizist. Nicole Schulze-Eisen, Frau des Bürgermeisters.